Da die Klettermechanik von Battlegrounds noch ein bisschen auf sich warten lässt und womöglich frühestens erst Ende August erscheinen wird, möchte ich euch in diesem kurzen Video einmal zeigen, wie ihr den C-Sprung ausführt und in manchen Situationen damit euer Leben retten könnt. Wie der Name schon erahnen lässt, muss man C, also ducken, gleichzeitig mit der Leertaste drücken. Dies bewirkt nicht nur, dass dein Spieler ein bisschen höher als normal springen kann, sondern auch wenn nicht direkt sichtbar, im Ducken springt und somit durch Fenster passt. Viel ist also nicht dahinter, aber dennoch sollte man das Timing etwas üben, um es konstant und vor allem in Stresssituationen ausführen zu können. Um viel zu üben, empfehle ich euch die Lobby. Dort gibt es zwei einfach zu erreichende Orte. Der erste befindet sich direkt an einem gelben Container. Einfach auf den obersten Reifen springen und von dort aus versuchen, mit dem C-Sprung raufzukommen. Der zweite Trainingsort ist dann direkt an einem Teil des Flugzeugwracks. Wie man hier im Video sehen kann, muss man im aktuellen Zustand des Spiels nicht einmal die Fenster zerstören, heißt also man kann einfach durch sie durchspringen. Wer dann doch so seine Probleme mit dem C-Sprung haben sollte, kann folgende Taktik benutzen. Einfach gegen die Mittelstrebe des Fensters springen und versuchen auf die Kante zu kommen. In manchen Häusern hat man auch kleine Gegenstände oder beispielsweise auch ein Geländer von der Treppe mit dabei, auf das man vorher drauf springen kann und somit auch durch das Fenster kommt. Sobald ihr den C-Sprung dann auch konstanter ausführen könnt, einfach mal im Sprinten über eine Mauer springen oder wie beispielsweise diesen relativ schweren Sprung von der Treppe über die Mauer drüber. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich, den ein oder anderen mal in meinem Livestream zu sehen. Link ist in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen Videos.